Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Mittlerweile, wie angekündigt, vom Wullesteg. Ein Blick auf die neue Haltestelle Staatsgalerie. Direkt vom Planetarium. Sehr schön zu erkennen, die Kante vom geschwungenen Dach. Ja, und das geschwungene und halb offene Dach bedeutet, man steigt aus der Stadtbahn aus und steht dann direkt vom Planetarium. Und nachdem hier die Abstandshalter zur Schalung auf der Armierung angebracht sind, sehen wir das mal als abgeschlossen an. Und da hinten sind auch schon die ersten Schalelemente drauf. Also, nachdem heute Dienstag ist, könnte die Woche noch fertig sein, je nachdem, wie schnell es geht mit den Schaleinheiten. Dauert auf jeden Fall nicht mehr lang. Und jetzt unten im Bild das südliche Treppenhaus von den beiden östlichen. Und hier kommt das nördliche davon rein, komplett eingeschalt. Kann man jetzt nicht so auf den ersten Blick sehen, ob die graue Pampe schon reingeflossen ist. Aber ich glaube schon. Das da drüben sieht doch aus, als wäre was drin, gell? Ja, das sieht alles voll aus. Die nächste Ladung Schotter wurde hier angeliefert beim Zugangstunnel. Und ja, erst noch zugucken. Und wir sehen, hier wurde es verstärkt mit Beton. Also die Vorbereitungen für den Umbau der Fahrbahnverschwenkungen nehme ich mal an. Da sind schon einige Ladungen drin, wenn ich so sehe, wie tief diese Fundamente für die Lichtmasten mittlerweile schon wieder verschwunden sind. Und auch rechts unten wurde mit Beton befestigt. Es gab mal einen Kommentar, das sollte man als Tiefgarage nutzen. Das ist natürlich schneller geschwätzt als gemacht. Und vor allen Dingen, keiner dieser Autofahrer möchte das, dass man eine Fahrspur als Zugangs- und Abgangsrampe nutzt. Deswegen ist es dann doch nicht so einfach zu realisieren.
hier drüben wurde das Niveau erhöht. Danke fürs Zuschauen und wenn es gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch. Bis gleich bei BA18.